bum 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 bum. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, beziehungsweise ich bin mal wieder zurück auf meinem Kanal, denn es kam jetzt schon wirklich, wirklich lange kein Video von mir und hier bin ich zurück mit einem neuen Video. Und ihr werdet wahrscheinlich schon an der Überschrift gelesen haben, um was es in diesem Video gehen soll, denn es soll heute um Invisalign gehen. Ich möchte euch heute wirklich ein sehr umfangreiches Update geben zu meiner Zahnspange und ich hoffe natürlich, ihr habt so ein bisschen Zeit mitgebracht, weil ich werde euch sehr, sehr viel in diesem Video erzählen. Also es ist Storytelling XXL und falls du spezielle Fragen zum Invisalign-Thema haben solltest, stell sie mir einfach. Ich versuche immer alles zu beantworten. Was ich nicht beantworten kann, leite ich dann einfach in meinen Kieferorthopäden weiter. Und ansonsten findet ihr meine vorigen Invisalign-Videos. Ich habe nämlich schon 2 Stück gedreht gehabt. Die findet ihr in der Infobox und vielleicht hier irgendwo mit Special Effects verlinkt. Und dann setze ich euch nochmal meine Social-Media-Kanäle in die Infobox. Ich glaube, ich habe gerade ein bisschen genuschelt. Das heißt, da gibt es Instagram und Snapchat. Mehr habe ich gar nicht, reicht auch vollkommen aus. Würde ich sagen, let's go und wir starten mal. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Und ich hoffe natürlich vor allem, dass es informativ ist. Genau. 2017 hat meine Behandlung angefangen. Da bin ich mit Invisalign gestartet. Jetzt haben wir 2020 und ich bin immer noch in Invisalign-Behandlung. Und das hier sind meine aktuellen Schienen. Und dazu werde ich euch dann gleich nochmal mehr erzählen, warum ich den dritten Durchgang jetzt nochmal machen lasse. Also Invisalign ist ja, wie alle wahrscheinlich wissen, eine durchsichtige Zahnspange, mit der man halt seine Zähne begradigen kann, je nach Zahnfehlstellung. Kommt immer auf den Typ drauf an. Invisalign funktioniert nicht bei jedem. Da muss man sich halt dann bei seinem Kieferorthopäden beraten lassen. Um auch nochmal kurz zur Preisklasse zu kommen, meine Behandlung hat knapp 5000 Euro gekostet. Ich lasse die oberen und die unteren Zähne korrigieren und bei mir wird sehr viel mit der Zahnstellung gearbeitet, würde ich jetzt mal sagen. Also ich hatte nicht so mega krass schiefe Zähne, sondern mir hat meine Zahnstellung nicht gefallen. Also meine Zähne sind sehr weit nach vorne gestanden und ich wollte sie halt ein bisschen zurückhaben und so ein bisschen, dass die Gräder stehen. Deswegen habe ich auch finally mich dafür Invisalign entschieden und diese eine Zahn hier vorne links, der war schon sehr, sehr schief. Der ist über einen anderen Zahn drüber gestanden und das waren so die Hauptfaktoren, warum ich Invisalign gemacht habe. Und da man oben viel den Kiefer korrigieren musste, hat man eben unten auch den Kiefer mitmachen müssen. Also meine Zähne waren unten richtig schön gerade, sind es immer noch. Aber es ging halt wirklich so ein bisschen um die Zahnstellung und ich glaube, die Preise bei Invisalign fangen bei 3000 Euro an. Gehen bis zu 10.000 Euro, das kommt wirklich auf die Zahnstellung drauf an, da einfach beraten lassen, da möchte ich euch gar nicht falsch irgendwie dazu aufklären. Und was auch noch ganz interessant bei mir ist, ich bin, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Full Fall. Full Fall bedeutet, man kann so oft Schienen nachbestellen, bis der Patient wirklich sagt, hey, ich bin zufrieden, mir gefällt das Ergebnis so. Das heißt, die Behandlungen, die ich jetzt nochmal weitergeführt habe, in meinem zweiten und dritten Durchgang, die sind für mich komplett kostenlos, ohne dass ich nochmal irgendwelche Zuzahlungen machen musste. Genau. Und das auf jeden Fall zu diesen kurzen Invisalign-Eckdaten. Am besten, ihr holt euch jetzt einen Tee, einen Kaffee, ganz egal, so ein bisschen was zu snacken, denn jetzt geht das Storytelling los. Und zwar habe ich 2017 mit Invisalign angefangen. Ich durfte alle 2 Wochen meine Schienen wechseln, vorausgesetzt natürlich, dass man die Schienen auch trägt. Es bringt nichts, wenn du die Schienen irgendwie sporadisch mal so 2-3 Stunden am Tag drin hast, sondern wirklich, das lege ich euch ans Herz, wenn ihr euch für Invisalign entscheidet, dann zieht das einfach durch, weil umso weniger ihr die tragt, umso länger zieht ihr einfach die Behandlungszeit raus. Und ich meine, die Zahnspangen sieht man ja eh nicht. Also die meisten sehen es nicht. Da gehe ich aber gleich nochmal drauf ein. Deswegen einfach die Behandlung wirklich durchziehen. Und ich habe wirklich die Zahnspange 24/7 drin. Also wirklich die ganze Zeit. Und am Anfang war ich halt auch wirklich, wirklich, wirklich hinten nach. Ständig meine Zähne geputzt, immer alles so sauber gemacht und und. Also versteht mich nicht falsch, ich mache das immer noch sauber und alles. Aber am Anfang war ich da halt noch so zu Tode motiviert. Und inzwischen nach 3 Jahren, oh Leute, es kotzt mich an, diese ständige Schienen sauber machen und dann Zähne putzen, Schiene putzen. Boah, das kostet so viel Zeit. Also so viel Zeit ist es nicht, aber es ist einfach nervig. Aber wie gesagt, da war ich halt am Anfang wirklich sehr, sehr, sehr hinten her. Inzwischen ist es so, ja, ich mache es sauber, ich muss es. Aber am Anfang war ich da so voll motiviert. Genau, und dann hat es auch sehr, sehr schnell angefangen, dass meine Zähne sich auch sehr, sehr gut bewegt haben. Aufgrund dessen, dass meine Zahnbewegung dann sehr schnell gut funktioniert hat, hat man eben dann die Tragezeit verkürzt. Das heißt, man ist erst runter auf 10 Tage gegangen und dann ist man auf 7 Tage runtergegangen. Und so habe ich das dann auf jeden Fall auch weitergeführt. Und dann gab es aber allerdings einen Punkt, das war, ich
circa bei der Schiene 25, 26, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, da haben die Schienen nicht mehr zu 100% gepasst. Und damit meine ich, sie haben meine Zähne nicht mehr so richtig schön umgriffen. Und wenn das passiert, dass die Zahnspange nicht mehr zu 100% sitzt bei Invisalign, dann funktioniert die Zahnbewegung auch nicht mehr richtig. Und das war halt so ein bisschen bei mir das Problematische. Die Schienen haben nicht mehr so richtig gut gepasst. Ich schaue mal, ob ich Fotos finde. Ich bin mir nicht so ganz sicher, weil ich habe ja mein Handy letztes Jahr komplett geschrottet. Und da waren alle Fotos, ich glaube, ich habe 25.000 Fotos auf diesem Telefon gehabt. Nur by the way. Sehr dramatisch, deswegen, da waren auch super viele Sachen wegen der Zahnspange drauf. Und da sieht man einfach, dass dieser Zahn vorne links nicht mehr richtig umgriffen wird. Also da war sehr, sehr viel Platz zwischen der Zahnspange und zwischen dem Zahn. Und bei mir wurde aber die Behandlung zu Ende gemacht. Und das war wahrscheinlich dann auch der Grund, und jetzt kommen wir schon zum Endresultat von meinem ersten Durchgang, warum meine Zähne nicht so groß anders waren. Also es hat sich eigentlich nach der Behandlung nichts verändert gehabt wie davor. Also meine Zähne waren immer noch genauso wie davor, der Zahn war schief, meine Zahnstellung war noch die gleiche und ich habe mir so gedacht, puh, jetzt hast du da 49 Schienen gehabt und meine Zähne sind immer noch genauso wie davor. Das ist dann so ein Abschlusstermin, da wird halt dann nochmal geguckt, wie alles so ist, wie der Patient zufrieden ist, und da hatte ich dann eine Ärztin. Die hat sich das angeschaut und meinte dann, ja, ich glaube, wir brauchen noch ungefähr 10 Schienen und dann sind die Zähne perfekt. Habe ich mir gedacht, ja, okay, 10 Schienen ist ja nichts. Mir kamen 10 Schienen wirklich wenig vor, weil ich hatte ja davor 49. Dagegen sind ja 10 Schienen ein Klacks. Habe ich gesagt, ja, klar, mach mal. Mhm. Ich muss dazu sagen, bei meinem ersten Durchgang mit diesen 49 Schienen, ich glaube, die waren innerhalb von 2 oder 3 Wochen da. Und ich habe wirklich über einen Monat, glaube ich, auf diese 10 Schienen, ich setze das jetzt mal in Füßchen, weil ihr werdet gleich erfahren, warum, habe ich wirklich, ich glaube, 1,5 Monate habe ich auf diese Schienen gewartet. Und dann komme ich da an, wurde alles angepasst, wurden die Schienen eingesetzt, habe natürlich Schienen mit nach Hause bekommen und dann schaue ich auf die Verpackung und dann steht auf dieser Verpackung Schiene 1 von 47. Und ich habe dann erst so, wow, hä, 47 Schienen? Wie gesagt, mir wurde gesagt, ich bekomme 10 Schienen, und an dem Tag war eine andere Ärztin da und die hatte halt an meiner Reaktion gesehen, okay, ich wusste nicht so ganz Bescheid, und dann hat sie gesagt, ob alles in Ordnung ist, sage ich, nee, ich habe gedacht, ich bekomme 10 Schienen. Da stehen aber 47. Ja, es sind auch 47 Schienen, hat es ihnen niemand gesagt, sage ich, nein. Und das war so ein Riesenpunkt in meiner Behandlung, wo so ein bisschen Enttäuschung da war. Also nicht nur ein bisschen, das war für mich eine Riesenenttäuschung. Und auch so ein bisschen, ja, ich war auch ein bisschen sauer. Nicht nur ein bisschen, ich war sauer. Einfach aus dem Grund, das ist, finde ich, so eine Sache der Kommunikation, die auf so einem Level nicht passieren darf. Ich zahle 5.000 Euro für meine Zahnspange. Mir wird gesagt, ich bekomme 10 Schienen und im Endeffekt sind es 47 Schienen. Das wirkt, finde ich, einfach nicht professionell. Ich finde, das wirkt einfach so, als würde man sich nicht richtig mit dem Patienten befassen. Und ich hatte halt das Gefühl, okay, wissen die schon, was sie da tun, weil mein erster Durchgang hat nichts gebracht, und dann bekomme ich gesagt 10 Schienen und dann sind es doch 47. Stand für mich jetzt außer Frage, dass ich die Behandlung durchziehe, aber es war für mich einfach enttäuschend von der Kommunikation her, und ich finde, das sollte auch nicht passieren, wirkt einfach nicht so gut. Und dann sind wir jetzt bei meinem zweiten Invisalign-Durchgang. Wupp! Da durfte ich meine Schienen dann nach wie vor alle 7 Tage wechseln. Macht natürlich einen riesen Unterschied, ob du deine Schienen alle 14 Tage oder alle 7 Tage wechselst. Also das summiert sich einfach von der Zeit brutal. Deswegen war ich da sehr, sehr happy, dass es so gut geklappt hat. Und da muss ich auch sagen, meine Schienen saßen bombig. Also wirklich bis zu Ende der Behandlung haben meine Schienen super toll gesessen, haben die Zähne gut umgriffen. Zum Ablauf des Durchgangs, es ist auf jeden Fall 1:1 das gleiche passiert wie bei meinem ersten Durchgang. Also meine Zähne wurden quasi auseinandergezogen. Ich hatte übertrieben krasse Lücken, Leute. Das hat so schlimm ausgesehen. Also mit der Schiene hat man es nicht so gesehen, aber wenn ich die Schiene mal nicht drin hatte, ich war so ein Zahnlückenmonster. Also auf der linken Seite auf jeden Fall. Also diese Lücken sollten natürlich nicht bleiben. Das war einfach ein Teil der Behandlung. Und gegen Ende der Behandlung werden dann die Zähne quasi auch wieder zusammengezogen. Das heißt zurückgenommen. Und dann gehen automatisch natürlich auch wieder die Zahnlücken zu. Genau. Bei meinem zweiten Durchgang, es war wesentlich effektiver wie mein erster Durchgang. Meine Zähne waren gerade. Also ich hatte, also der eine schiefe Zahn war weg, meine Zahnstellung hatte sich korrigiert, das war wirklich, wirklich schön. Aber, und das war ein sehr, sehr großes Aber, mein Aufbiss auf der linken Seite war nicht akkurat. Rechts die Verzahnung super, aber links war es irgendwie so ein bisschen komisch. Und mit dem Wissen bin ich auch zum Abschlusstermin gefahren. Und dann meinte halt die Ärztin, die da war, das war auch die, die bei meinem ersten Abschlusstermin da war, ich bin nicht ihr größter Fan. Man muss an der Stelle sagen, bei meinem Kieferorthopäden sind oft immer andere Ärzte, unterschiedliche Ärzte da. Ich habe mich halt dann gefragt, ob ich zufrieden bin und. Dann habe ich halt so rumgedruckst. Also
habe halt gesagt, ich bin zwar keine Fachfrau, aber ich glaube, ich beiß links nicht richtig auf. Das ist übrigens eine ganz, ganz nervige Angewohnheit von mir selber. Wenn mich was nervt oder wenn ich was nicht gut finde, dann hoffe ich immer drauf, dass die andere Person das von alleine merkt, aufgrund von meinem Verhalten. Ich mag das immer nicht aussprechen, weil ich will nie unhöflich sein, ich will keinen Streit haben und deswegen hoffe ich immer, hoffentlich fällt es dir selber auf und du änderst es einfach. Das ist halt eine total bescheuerte Denkweise. Also das bringt euch in vielen Sachen nicht voran. Deswegen, aber irgendwie kann ich das nicht so richtig ablegen. Und deswegen habe ich halt dann so rumgedruckst und dann hat sie sich halt das nochmal angeschaut. Da gibt es dann so schwarze Papiere und da knirscht er dann mit den Zähnen so lang. Und dann kann man genau sehen, wie gut der Aufbiss funktioniert. Kennt vielleicht der eine oder andere, der auch schon mal eine Zahnspange hatte. Und dann meinte die gute Frau ernsthaft zu mir, ja, das stimmt, links beißen sie nicht richtig auf, aber auf der rechten Seite, da stimmt alles. Genau. Das war das Einzige, was sie dazu zu sagen hatte. Und Leute, ich muss dazu sagen, rechts war mein Aufbiss schon immer gut. Links war schon immer die Scheißseite und rechts war es einfach, Entschuldigung für den Ausdruck, aber rechts war es halt gut und links war es halt nicht gut. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe doch die Zahnspange, damit es dann halt links auch gut ist. Deswegen habe ich ja die Behandlung gemacht. Und dann hat sie halt gemeint, man kann nichts mehr da machen. Das war so dann das Fazit und dann wurde alles rausgemacht, so Kontaktpunkte von den Zähnen geschliffen. Und Leute, wenn was wirklich ekelhaft ist, dann ist es diese Schleiferei auf den Zähnen. Also da werde ich so richtig, da sitze ich dann immer so auf dem Stuhl und dann wird mir schon gesagt, ja, wenn irgendwas unangenehm ist, dann melden sie sich und ich sitze einfach nur so und denke mir. Und dann wurden mir Schienen für zu Hause mitgegeben, die ich nachts tragen muss. Und es wurden Retainer angebracht, das heißt halt hinter den Zähnen, damit die Zähne in Position bleiben. Der wurde unten und oben angebracht und dann bin ich nach Hause gegangen. Mein Glück war dann, dass mir eine Rezeptionistin geschrieben hat von einer anderen Filiale von meinem Kieferorthopäden. Ich glaube, sie haben zwei und ich war in zwei Filialen ab und zu mal. Sie hatte mir dann über Instagram geschrieben, ja, wie jetzt meine Behandlung war, ob ich jetzt zufrieden bin und. Dann habe ich ihr das alles mal so ein bisschen erzählt. Dann meinte sie halt zu mir, schreib unbedingt dem Chef, schilder ihm das und der schaut sich das 100% nochmal an. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dem Chef geschrieben und er meinte, ja, ich soll nochmal vorbeikommen. Er schaut da drüber und ja, das war dann auch so. Also ich bin vorbeigegangen und dann hat er sich das Ganze angeschaut und meinte dann eben zu mir, dass man natürlich nochmal was machen kann, aber es wären nochmal ein paar mehr Schienen, die das korrigieren würden. Das paar mehr Schienen, da habe ich mir schon gedacht, okay, wir reden nicht von 10 Schienen, sondern ein paar mehr Schienen sind bestimmt wieder ein paar mehr Schienen. Er hat mich natürlich dann auch aufgeklärt, dass ich nicht weitere Kosten habe, dass wir so oft Schienen bestellen können, bis ich wirklich sage, hey, ich bin zufrieden, so passt mir das Ergebnis und ich einfach nochmal ein bisschen geduldig sein muss halt da dazu. Aktuell bin ich bei meiner 25. Schiene, dass ich euch da jetzt nichts Falsches erzähle. Wie geht es mir aktuell mit der Behandlung? Ich bin wirklich sehr, sehr ungeduldig aktuell, muss ich sagen. Also ich möchte es halt jetzt endlich fertig haben. Nach wie vor trage ich meine Schienen brav, was ganz, ganz wichtig bei mir ist. Ich muss meine Gummis einhängen auf der linken Seite, damit der untere Kiefer quasi vorgedrückt wird und der obere Kiefer zurückgedrückt wird. Und das ist wirklich ganz wichtig. Also am besten sollte ich diese Gummis tags wie nachts tragen. Ich denke auch meistens dran, also ich trage die Gummis meistens auch tagsüber. Es gibt natürlich auch Tage, da vergesse ich es. Aber größtenteils trage ich es wirklich immer, die Schienen sowieso. Die Schienen passen perfekt. Ich für mich habe aber auch so einen Rhythmus herausgefunden. Also mit der Zeit lernst du einfach, jetzt kann ich die Schiene wechseln, jetzt kann ich die Schiene nicht wechseln. Klar, Minimum sind 7 Tage, also drunter sollte keine Tragezeit, denke ich, sein, weil die Zähne brauchen ja auch eine gewisse Zeit, um sich in die Position zu bringen. Und deswegen wirklich 7 Tage sind das Minimum. Ich werde auch oft gefragt, ob es denn schmerzhaft ist, das ganze Invisalign-Thema. Es ist halt eine Zahnspange. Also nur weil es so nett aussieht und durchsichtig ist, könnte man immer meinen, ach ja, das tut ja nicht weh und so. Aber im Gegenteil. Also ich hatte früher mal eine feste Zahnspange und das tut manchmal einfach mega weh, wenn das nachgezogen wird und ne, wenn wieder Druck drauf ist. Und so ist das halt mit jeder neuen Schiene. Da ist immer wieder Schmackes drauf. Auf einer Schiene mehr, auf der anderen weniger. Das kommt immer drauf an. Und das spürt ihr im Mund natürlich. Und vor allem, was ich immer ganz interessant bei Invisalign finde, man spürt immer genau bei den einzelnen Zähnen, wo es gerade arbeitet. Also das merkt man immer extrem. Manchmal tut es dann so weh, dann kann ich die ersten 2 Tage schwierig so knusprige Sachen beißen, also so Knäckebrot oder so, dann beißt du da rein und denkst dir, puh. Ne? Aber ansonsten ist es halt wirklich zum Aushalten. Kommt vielleicht drauf an, wie schmerzempfindlich man ist, aber das ist
keine große Schmerzsache. Aber natürlich merkt man, es passiert was. Der Arzt, der momentan immer bei mir drüber schaut, den mag ich richtig, richtig gern. Ich habe ihn letztens darauf angesprochen, weil momentan ist es so, wenn ich die Schiene nicht drin habe, beiße ich erst auf der rechten Seite auf und auf der linken Seite irgendwie gar nicht. Also da ist irgendwie kein Kontaktpunkt. So, jetzt habe ich das Wort gefunden. Dann meinte er halt zu mir, ja, das ist jetzt ein Teil einfach von der Behandlung, das kann passieren, das gibt sich aber dann wieder. Und ich merke einfach jedes Mal, wenn ich wieder zu meinem Termin komme, er schaut sich vorher nochmal das Bild an, schaut, was wir gesprochen hatten. Also der ist wirklich ganz, ganz toll, den mag ich sehr, sehr gerne. Das jetzt auf jeden Fall zur aktuellen Invisalign-Behandlung. Jetzt seid ihr da top informiert. Ich einmal das Thema Zahnhygiene ansprechen. Das ist nämlich eine Sache, die mir aufgefallen ist, jetzt bei meinen Zähnen. Ich habe Invisalign damals angefangen, 2017, mit Top-Zähnen. Also meine Zähne waren wirklich gesund. Ich hatte keine Löcher, ich hatte nichts. Ich hatte wirklich, das kann ich wirklich mit Stolz sagen, vorbildliche Zähne, die waren tipptopp. Nee, wenn ich Zähne putze, schaue ich meine Zähne so an und dann sind mir letztens Stellen bei den Zähnen aufgefallen, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Verfärbungen, teilweise so schwarze Pünktchen, die halt meiner Meinung nach auf Löcher hindeuten. Also meine Zähne sind auf jeden Fall nicht mehr in diesem Zustand, wie sie vor der Zahnspange waren. Man hört es ja auch sehr, sehr oft, dass durch die Zahnspange sich sehr, sehr viel Karies oft bildet und. Und das ist halt bei mir jetzt bei Invisalign, denke ich, auch der Fall und passiert. Und es wäre halt auch wichtig, dass man ab und zu mit der Zahnseide und so durchgeht. Und da bin ich halt wirklich in so einem Kandidat. Zahnseide, das ist immer so, mache ich ab und zu, aber mache ich nicht immer, wäre aber an der Stelle empfehlenswert. Genau, und ansonsten, ich koche die Schienen halt wirklich immer aus, also ist mir immer ganz, ganz wichtig, ich trage die ja eine Woche. Was auch sehr, sehr oft gefragt eben wird, ist, ob man denn die Zahnspange sieht. Also die einzigen, denen das auffällt, das sind wirklich Leute, die vom Fach sind, das heißt Zahnärzte, Kieferorthopäden, zahnmedizinische Fachangestellte, die sehen das oft. Oder Leute, die halt sich über Invisalign informieren, sich das selber zulegen wollen, die sagen, oh, sie haben Invisalign, oder? Wie ist es denn damit? Mhm. Oder Leute, die halt wirklich selber Invisalign haben, die sehen das auch ganz gut. Aber ansonsten fällt es wirklich niemandem auf. Im Gegenteil, ich werde dann gefragt, hast du die jetzt eigentlich drin oder hast du die nicht drin? Und die Zähne glänzen halt sehr, sehr schön, wenn man die Zahnspange drin hat. Also da wird man dann halt eher drauf angesprochen, oh, deine Zähne glänzen so toll. Dann kann ich halt immer sagen, ja, das ist meine Zahnspange. Und dann habe ich noch einen Tipp für euch, und zwar geht es um Essen gehen. Essen gehen ist halt immer so ein Ding. Zahnspange rausmachen und wohin dann damit? Ja, normal bekommst du vom Kieferorthopäden so ein Döschen, da kannst du deine Zahnspange halt immer reintun. Dann waren wir letztes Jahr auf Mallorca im Urlaub und ich war mir unschlüssig, tue ich es beim Essen raus oder tue ich es schon vorher raus? Habe mich dann dazu entschlossen, es im Restaurant rauszutun, habe eine Serviette aufgeklappt, habe die Schiene rausgenommen und habe sie in die Serviette gelegt. Ganz normal gegessen, wir haben gezahlt, sind aufgestanden, sind gegangen. Waren unterwegs und dann fahre ich so über meine Zähne und denke mir, wo ist die Zahnspange? Greife automatisch in meine Tasche, da war die Zahnspange aber auch nicht drin und dann ist mir gleich gekommen, also du hast ja die Zahnspange im Restaurant rausgenommen und in die Serviette gelegt. Super klug. Wir natürlich sofort zurück, es waren glaube ich 20 Minuten da dazwischen und dann habe ich versucht, diesem netten Spanier irgendwie verständlich zu erklären, was ich suche, eine durchsichtige Zahnspange, war... Der Part war schon ein bisschen lustig eigentlich. Dann habe ich das ganze Restaurant so ein bisschen aufgewirbelt. Die haben dann ihre Mülleimer durchsucht und haben dann die Servietten irgendwie angeguckt, einfach um eine Zahnspange zu finden. Sie war aber nicht auffindbar. Und dann habe ich halt gefragt, ob ich mal durch den Mülleimer gucken könnte. Vielleicht finde ich es ja. Dann habe ich mir auf jeden Fall Handschuhe geben lassen und bin so über den Mülleimer gehangen und habe auf jeden Fall diese ganze Tonne irgendwie durchmühlt. Gibt auch ein sehr, sehr nettes Bild von diesem Abend, wo ich da über meiner Mülltonne hänge. Ja, ich war auf jeden Fall sehr, sehr verzweifelt in dem Moment, weil das war eine frische Schiene. Ich hatte die, glaube ich, erst einen Tag drin und habe mir gedacht, scheiße, das ist jetzt richtig, richtig schlecht. Und war einfach blöd, das war eine frische Schiene. Ich hatte die, ich glaube, erst einen Tag drin und ja, dann war die auf jeden Fall weg. Man konnte natürlich vom Urlaub aus nichts machen und ich habe mich natürlich dann auch wieder beruhigt. Auf jeden Fall, es war am Ende gar nicht so dramatisch. Ich hatte dann sofort einen Termin beim Kieferorthopäden und die haben mir dann die nächste Schiene, die drauffolgende Schiene, so richtig mit Schmackes reingepresst. Meinten dann, die muss ich 2 Wochen tragen. Habe dann immer auf so einem Wattebausch rumbeißen müssen, damit die auch wirklich immer schön passt und sich anpasst. Und was soll ich sagen, nach diesen 2 Wochen, die Schiene hat dann wirklich gut gesessen, konnte ich ganz normal mit meinen Schienen weitermachen, Gott sei Dank. Deswegen mein Tipp, entweder die Schienen gleich im Vorfeld rausmachen zu Hause oder in ein Döschen
geben, was ihr vom Kieferorthopäden bekommt und gleich in die Tasche. Das war es jetzt auf jeden Fall mit meinem Invisalign-Video. Ich hoffe, es war vielleicht so ein bisschen hilfreich für euch, so ein bisschen mal zu hören, was denn so der Ablauf ist. Ich glaube, ich bin jetzt so ein Paradebeispiel für die Invisalign-Behandlung, wie es vielleicht nicht funktionieren sollte. Also ich kenne niemanden aus meinem Umfeld, der irgendwie 3 Jahre lang eine Invisalign-Behandlung gemacht hat. Ich habe einen Bekannten, der hat, ich glaube, ein Jahr eine Invisalign-Behandlung gehabt und der hatte schon relativ schiefe Zähne. Deswegen, we will see, was jetzt nach meinem 3. Durchgang ist. Ich hoffe wirklich, es ist dann finally fertig und mein Aufbiss passt dann. Falls ihr noch Fragen zu diesem Thema haben solltet, könnt ihr mich natürlich immer jederzeit fragen. Und dann würde mich interessieren, ob ihr ein Fazitvideo zu diesem ganzen Invisalign-Thema haben möchtet. Da würde ich natürlich mein Fazit mit euch teilen und gerne Fragen von euch beantworten. Das heißt, ich bekomme einfach sehr, sehr viele Fragen immer zu Invisalign. Die würde ich halt dann ganz gerne persönlich in dem Video klären. Und wenn es dann speziellere Fragen sind, meinen Kieferorthopäden einfach fragen, aber das würde ich dann alles auf jeden Fall im Vorfeld dann planen und ja, damit ihr da Bescheid wisst, würde ich sagen, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen und fürs Dranbleiben bis zum Schluss, falls du es geschafft hast. Und ja, dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder, weil das wird kommen. Ich bin nämlich motiviert zum Video drehen, wirklich, wirklich motiviert und ja, da wird auf jeden Fall ein Haul-Video kommen und ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis hoffentlich bald und tschüss!